Wir erleben heute in der Pashmina Art Galerie den Maler Wolfgang Kluge, der Rainbow Man, wie Nuri schon sagte, nur Nuri. Und auf jedem Bild sehen wir so ein kleines Initial, WHAK, das steht für Wolfgang Hermann Albert Kluge. WHAK. Einige ausgewählte Werke aus seinem beeindruckenden künstlerischen Schaffensprozess der letzten 15 Jahre zeigen wir heute hier. Seine bevorzugte Technik ist die, mit dem Spachtel in Acryl und Öl zu arbeiten und schwungvoll auf die Leinwand aufzutragen. Seinen vornehmlich abstrakten Werken sieht man an, dass sie in einem unerhörten kreativen Druck entstehen. Für WHAK ist Malerei unmittelbarer Ausdruck seiner Emotionen. Er spricht mit sich, indem er die Farben auf der Leinwand sprechen lässt. Es ist ein Dialog des Künstlers mit sich selbst auf bevorzugten Großformaten. Es ist eine Art von Meditation, wenn sie auch nicht klischeehaft still ist. WHAKs künstlerische Arbeiten ist eine Art Abarbeiten von Lebenszeit und Lebenswirklichkeiten, die ihn umgeben und sich ihm zur inneren Verarbeitung stellen, bis sie durchdekliniert sind. Zu gewissen selbstgesetzten Themen wie der Walking WHAK-Serie oder der Claims-Serie, Sie sehen das in den Beschilderungen, malt er, bis alles gesagt ist und es dazu nichts mehr zu malen gibt. Jeder Künstler arbeitet so, es ist ein typischer kreativer Prozess. Es steht ein Thema an, es wird versinnbildlicht, es wird bearbeitet und damit manchmal verarbeitet, bis es vollendet ist. Auch große, weltberühmte Künstler wie, ich nenne mal jetzt Van Gogh oder Michelangelo, befinden sich innerhalb desselben kreativen Prozesses, wenn sie sich in die spirituelle Welt ihrer Kunst begeben. Viele Künstler gehen, bevor sie Künstler sind, einem Broterwerb nach oder auch nebenher häufig. Bekannt ist zum Beispiel Theodor Storm. Der war sogar Amtsrichter für Jahre. Das wusste ich gar nicht, das habe ich erst neulich gelesen. Oder jeder kennt einen anderen Schriftsteller, Theodor Fontane. Der fing erst an zu arbeiten, künstlerisch, im hohen Alter, bevor er 60 wurde. Aber dann explodierte das Werk und er schuf ein Meisterwerk. Und nicht unähnlich ist es bei Wolfgang Kluge, der erst mit Mitte 40 beginnt und sich heute ganz der Kunst widmet. Auch er explodiert förmlich. Er konnte in seinem beruflichen, bürgerlichen Leben als Unternehmensberater und Steuerberater schon sehr erfolgreich sein. Und ich kann mir vorstellen, dass man nach einem so herausfordernden beruflichen Leben auch erschöpft ist. Aber nicht Wolfgang Kluge, der mit derselben Energie sein Leben als Künstler weiterlebt. Und nun blickt er schon auf ein volles Leben, ein materiell erfolgreiches Leben und jetzt aufgestiegen in die Sphären der Kunst. Die künstlerische Sichtweise auf das Leben spürt ein Künstler natürlich schon früh, so hat WHAK, wie er mir erzählte, bei Mercedes-Benz und Porsche in der Karosserieabteilung entwickelt. Also durchaus eine ästhetische Arbeit. Er ist von seiner Ausbildung her Ingenieur. Und auch Zeichenunterricht hat er schon in jungen Jahren erhalten. Und sein Zeichenlehrer, ein bekannter Künstler, wer war das noch? Was? Naja, ebenfalls, okay, wir recherchieren das für Sie. Er scheint nicht so bedeutend gewesen zu sein. Vier Buchstaben. Ja, genau, vier Buchstaben. Naja, wir werden es finden. Jedenfalls konnte Wolfgang von Anfang an also die Dreidimensionalität von Objekten sehr gut darstellen, vor allen Dingen in ihrer Einzigartigkeit. Nur zugehört. Entschuldigung, Duwe. Ah ja, gut, Duwe. So, nicht allen Menschen gelingt es im Leben, sich auszuleben. Bei vielen bleibt vielleicht Bedauern und ab einem gewissen Alter sogar Wehmut, vielleicht über ein verpasstes Leben. Zu einem solchen Typ von Mensch gehört Wolfgang Kluge aus meiner Sicht nicht.
So, jetzt widmen wir uns seinen hier ausgestellten Werken. Da drüben in diesem Raum, da hinten, können Sie mal genau gucken. Das ist eine Serie von übermalten Fotos, die wir sehen. Und zwei Akte rechts. Wir haben links zwei Raumsituationen im in Hamburg sehr bekannten St. Pauli-Stadion. Links sehen wir einen Fan. Der Fan, den wir dort auf dem Foto mit breitem Kreuz von hinten sehen, seinen roten St. Pauli-Sticker auf dem Rücken prangend, stützt sich breitarmig auf ein Tribünengeländer und schaut ins Stadion hinab. Wir nehmen die Perspektive des Fans ein. Wir spüren die brodelnde Atmosphäre im Stadion, die Wack gekonnt dazu malt. Sehr einfach und sprechend gestaltet können wir die heimatlich erregte Stimmung spüren, die sich im St. Pauli-Stadion für Menschen aller Klassen ergibt. Alle vereint dort eins, nämlich das Fiebern mit den Spielern des heimatlichen Clubs. Das gemeinsame Erleben eines alle packenden sportlichen Ereignisses. Wer Hamburg kennt, der weiß, dass St. Pauli ein identitätsstiftender Teil davon ist. Ebenso das andere übermalte Foto mit dem Blick in die Loge für Eingeladene. Hier ist es die Loge von Frank Otto und seinen Freunden, wo man nach dem Fußballspiel sich bei guter Mucke in feiner Manier, wie alle anderen, glücklich betrinkt oder besäuft. Volksstimmung pur, das ist Hamburg, hart und herzlich. Die beiden Akte auf der anderen Seite zeigen eine schlanke weibliche Schönheit in posierender und offerierender Haltung, ausgestreckt. Einmal in frontaler Ansicht und einmal im halbschattigen Profil. Auf der linken Seite der übermalten Fotos, jeweils mit vibrierender Goldfarbe umrahmt, schlängeln sich die Farbverläufe auf der rechten Seite, die Körperlinien der Nackten aufnehmend und den Akt einschließend und dadurch diesen besonders hervorhebend. Sie können auch, Frauen können sich vor diesen Bildern durchaus fotografieren lassen. Manchmal gibt es ja sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und manche gucken verschämt zur Seite. Es sind erotische Szenen, die ebenso immer auch bevorzugte Motive von Malern aller Kunstepochen gewesen sind. Hier bleibt im Unterschied zu historischen Darstellungen die Nacktheit ohne jegliche Beigaben oder Allegorien oder moralische Ermahnungen. Das antike Ideal, das ohne christliche Ausreden darstellen konnte, bediente sich der Nacktheit mit Vorliebe. Das wissen wir ja von den berühmten Statuen, alle in wunderbarer Nacktheit. Und die schönsten von ihnen waren dann natürlich Götter. Das Fotomodell hier auf dem Bild, das für ein Männermagazin-Modell stand, ist die Versuchung pur. Ihre ausgestellten kleinen Brüste sowie ihr herausgestelltes, schlankes Becken formulieren Lust. Durchaus kühl und schön. Liebe ist nicht das Thema. Es geht um Körperlust, Darstellungslust und die Begierde des Betrachters. Wax Europa genanntes Bild, ganz da hinten im selben Raum, zeigt ein Wirrwarr von Keilen, die ineinander und übereinander gestellt sind. Um eine rote Fläche herum ist ein Kampf entbrannt. Es ist der Kampf um Europa. Der Kontinent, der zwei Weltkriege durchlebt hat, dessen Menschen und Nationen das Zentrum der Welt bis zum Ersten Weltkrieg gewesen sind und die nun nach einem desaströsen Zweiten Weltkrieg und einer glücklichen deutschen Wiedervereinigung erneut versuchen, sich zu vereinen. Aber die Aggression der Vergangenheit und auch die erlebten Wunden infolgedessen sind in der Dynamik des Bildes nach innen und dem konfliktgeladenen Rot-Grün-Kontrast gut spürbar. Stellen Sie sich mal davor. Die Zerstrittenheit der Europäer als Zugehörige zu unterschiedlichen politischen Blöcken ist auch heute noch spürbar. Kann sie überwunden werden, fragen wir uns auch heute. Und es ist ein Ring im Gestrüpp der Interessen und Vorstellungen sehr gut bildlich dargestellt auf dem Bild von Wolfgang Kluge. Aus der Serie Walking Wack, die ist da zu sehen, hier links außen
und verteilt in anderen Räumen. Also Walking, Gehen und Work, Wolfgang Hermann Albert Kluge. Da gibt es kleine Abänderungen, Walking Jovial sehen wir, wir sehen Walk, Ever Walk oder Walk with Pleasure. Wolfgang Kluge benutzt die ähnlich klingenden Worte, um eine sich akustisch verstärkende Aufforderung daraus zu formulieren. Walk, Walk ist so viel wie eine Aufforderung an sich selbst. Wolfgang, geh deinen Weg weiter. Geh ihn froh, geh ihn mit Vergnügen. Die hellen und freundlichen Farben von Grün und Gelb, die heiteren Schwünge der Farbstriche sollen ihn selbst positiv motivieren. Es gibt ja, wie wir alle wissen, Zäsuren im Leben, die einen vielleicht manchmal aufgeben lassen wollen. Manchmal will man aufgeben, den Lebensweg weiterzugehen, den das Schicksal einem offenbar in dieser Inkarnation aufgenötigt hat. Oder man will sich zufrieden zur Ruhe setzen. Aber all das gilt nicht für Wolfgang Kluge. Wack soll weitergehen. Trotz schwermütiger Gedanken vielleicht und sehnsuchtsvoller Rückblicke in die Vergangenheit bereits. Weiter geht es hier entlang, frohgestimmt und immer weiter wandernd durch das Abenteuer des Lebens. In stehenden Quadraten und sich überlappenden Grundformen sind feste Grundstrukturen erkennbar, die aber von bewegten, hellen Farben aus der Statik gehoben werden, um immer in Bewegung zu bleiben. Die Serie Claims, hier ist ein Bild aus, das zweite und das dritte und verteilt, Sie müssen mal auf die Bilder gucken. Claims, der englische Begriff, also ein Claim abstecken, geht es Kluge um betonte Selbstvergewisserung, stelle ich mir vor, wer er ist und wo er steht und wo sein Lebensbereich ist, den er beackern will und den vielleicht im Sinne des Claims andere besser unaufgefordert nicht betreten. Kluge drückt in seinen Bildern Bestimmtheit aus. Alle Bilder sind kraftvoll. Sie bergen aber auch etwas Undurchdringliches. Auf den Begriff Claims kamst du, hast du mir gestern erzählt, als du in Colorado warst und dort die alten Städte der Goldgräber gesehen hast, die immer noch sichtbar da ihre kleinen Claims abgesteckt haben. Und wir wissen ja, einige sind da fündig geworden, haben Gold gefunden und sind reich geworden und andere sind frustriert zugrunde gegangen. Die gemalten Claims von Kluge sind ausbrechende und deswegen offene Bereiche. Groß und breit angelegte Schwünge sind wie Wege, die gerade in Sicht sind. Sie sind der Weg, auf dem jemand gekommen ist und auf dem er darüber hinaus weitergeht. Wie Bahnen des Lebens schlängeln sich die Farbwege durch das Bild. Manchmal überlappen sie sich, gehen unter in einem Wirrwarr. Ein anderes Mal ringen sie um eine Mitte. Sie führen hin, aber auch darüber hinweg. In seinem Bild Deep Inside, das ist hier auf dem Flur, ein ganz schwarzes Bild, nicht zu verfehlen. Das Deep Inside ist fast ganz in Schwarz gemalt, an den Russen Malevich erinnernd, dominiert ein schwarzes Rechteck die Mitte des Bildes wie ein schwarzes Loch. Ist es der Blick in dunkle Tiefen hinab, in Abgründe, die dunkel sind? Das Fenster ins Dunkle des Mysteriums ist umgeben von drängenden Strukturen. Sie halten das Schwarze etwas wie unter einer elektrischen Spannung. Das schwarze Rechteck ist ein Bekenntnis. Die gespachtelten schwarz-weißen Schraffuren mit in die Tiefe gehendem Rot rahmen es stabil ein. Es gibt aber auch betont fröhliche Bilder, wie das Jongleur genannte Bild am Treppenaufgang. Gucken Sie sich das an, wenn Sie die Treppe runtergehen, stoßen Sie direkt darauf zu. Wolfgang Kluge hat es für die Kinderkrebshilfe gemalt. Geschwungen gemalte Bahnen werden von einem deformierten Viereck gepikst. Da ist etwas, was den Fluss der Farben stört. Aber die gelbe Farbe blüht fröhlich heraus. Bunte Blumen haben sich auf das Bild gesetzt und lassen sich in aufkeimender Hoffnung nicht trüben. Unten im Flur, das haben Sie wahrscheinlich schon gesehen, als Sie reinkamen und um die Ecke bogen, da lugt ein digitaler Avatar aus blauem Hintergrund hervor.
eine anonyme Maske mit leeren und irgendwie verlorenen Augen blickt schüchtern über die Schultern den Betrachter hilfesuchend an. In schwarz-blauen Streifen aufgehängt wirkt der Avatar gefangen in seiner selbstgewählten Welt der Zukunft. Nur ein wenig gelbes Licht umgibt ihn. Digital High, so heißt das Bild, erscheint wie eine Kritik an der drohenden Eindimensionalität der Digitalität. Wenn auch multiple Dimensionen uns versprochen werden und vor allem die Faszination der Flucht in nicht realistische Welten sehr verlockend ist, so unbestimmt ist doch, was alles verloren zu gehen droht. Diese beiden Bilder hier gehören zur Serie Insekten. Viele Bilder hast du davon gemalt. Ich weiß nicht, wie viele waren das? Jedenfalls etliche, sind nur zwei ausgestellt. Und Wolfgang Kluge erinnert an eine Architekturmode der 60er, 70er Jahre, der Hippie-Zeit und dann der Pop-Art, die in den Einzelnen in Gemeinschaftsstrukturen, die den Einzelnen in Gemeinschaftsstrukturen einordnen wollte. Jeder hat seinen Platz in einer Wohngemeinschaft, in einem vorgeformten Raum. Individualität ist nicht angesagt. Und auch heute, im Museum für Kunst und Gewerbe, vor zwei Jahren war gerade eine Ausstellung, auch heute ist diese Idee des Wohnens in der Gemeinschaft, wie es genannt wird, wieder völlig up to date. Denn wir leben in engen Städten der Verdichtung. Hier Menschen sollen wie Insekten in wabenartigen Strukturen leben, möglichst mobil unterwegs, so war das die Idee der Architekten. Sie docken mit ihrem Hab und Gut in vorgegebenen Waben an. Naja, vielleicht kommt das auch noch. Für studentische Lebensgemeinschaften, ich habe das auch hinter mir, scheinen solche Strukturen amüsant. Aber naja, spätestens wenn man eine Familie gründet oder individuelle Wünsche hat, wird das dann doch einengend. Und für freiheitsliebende Kreaturen ist das, wenn es auch faszinierend ist, in seinen Kommunikationsstrukturen, nicht nur in der Natur, sondern auch in der Realität der Wohngemeinschaften, ja, ist das nicht für jeden etwas. Und ich bin ein bisschen an Hundertwasser erinnert, wenn ich die Bilder sehe. Die fröhlichen Farbmuster, mit diesen stellt Wolfgang Kluge diese Beziehungsgefüge in Insektenwaben oder eben in der Architektur dar. So, jetzt sind wir schon am Ende. Eine letzte Kategorie sind Bilder, die sind auf der Suche nach dem Grund der Farben. Zum Beispiel Gold, Rot und Blau. Hier Gold. Sein Gold genanntes Bild sucht das Gold im Ungleichgewicht von Grün und Rosa hervortreten zu lassen. Auf dem Umweg über den Grün-Rosa-Farbklang versucht Kluge, über die Farbe des Goldes malerisch zu philosophieren. Sein Red in diesem Raum hier links genanntes Bild ist dominierend in roter Farbe gemalt, das lässt aber auch andere Farbschichten hindurchschimmern. Es ist wie eine feurige Symphonie in Rot, die dominieren will. Gelbes und Blaues dahinter aufschimmernd durchbrechen die fast wütend wirkende Präsenz. Sein Blue genanntes Bild hier im Flur schreitet in gesetzten Streifen ruhig voran. Blau als Himmels- und Wasserfarbe ist schrittführend ein Teil der Natur. So, liebe Besucher, nun tauchen Sie ein in Wax-Farbwelten, lassen Sie sich beeindrucken und in diese magisch hineinziehen. Vielen Dank.